Hier vorne hat das Mikrofon. Ja, also ich möchte mich einmal gegen diese Aussage wenden, dass es heißt, dann wandern die Konzerne ab. Ja, dann findet die Wertschöpfung nicht hier im Land statt. Also zum einen ist für mich, das sage ich jetzt aber abschließend, dann will ich das Wort Wertschöpfung nicht in meinen Mund nehmen, schon so oft gefallen. Wertschöpfung ist nicht nur Konsumgüterproduktion, sondern das sind eben die Dienstleistungen und gerade die kommen zu kurz in unserer Gesellschaft. Ja, Pflege, Bildung, Erziehung, so, das ist das eine. Dass die Konzerne abwandern würden, das wäre vielleicht tatsächlich so, aber ich glaube nicht wegen bedingungslosen Grundeinkommen, denn ich bin überzeugt, wenn das ein gutes Finanzierungsmodell wäre, Ulmer Modell vielleicht kombiniert mit dem Konsumsteuermodell, dass die Lohnkosten und Lohnnebenkosten sogar sinken würden und Deutschland ein guter Wirtschaftsstandort bliebe. So, und wenn es aber nicht so wäre, und ich glaube, es ist nicht so, ich bin überzeugt, die Konzerne würden meinetwegen gehen. Ja? Mit einem Grundeinkommen würden so viele Initiativen entstehen. Es würde der Mittelstand gestärkt, es würden Initiativen gestärkt oder würden entstehen. Und was wir brauchen an Konsumartikeln, an Dienstleistungen, es würde geschaffen werden. Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Es ist eine Angst, eine Panik, die man hat, habe ich auch schon erfahren in Gesprächen mit Politikern, dass die Konzerne dann Deutschland verlassen und sich einen anderen Standort suchen. Ich würde sagen, es wäre ein Segen, wenn die gingen. Es wäre ein Segen, weil die Gewinne fließen sowieso nicht in unsere Tasche. Das ist richtig. Ich frage mich, wie die Diskussion abläuft in Namibia über solche Themen oder in, auf der Hochfläche von Tibet. Da steht kein Wort. Ja. Die Lösung für mich ist einfach, aus einer materiellen Begründung herauszukommen, in eine spirituelle Begründung hineinzugehen und zu sagen, welche Existenzberechtigung hat jedes Lebewesen hier auf dem Planeten? Nicht jetzt wir Menschen, die jetzt in der kulturellen momentan in eingeschränkten Prägung leben, sondern weil es auf diesem Planeten schon immer Leben gab und es ist immer mal wieder ausgewischt worden, wenn das nicht in der Ordnung stattgefunden hat. Und die Ordnung ist die, dass wir das schätzen, was wir als Existenzgrundlage haben, nämlich unseren Planeten und das Universum. Und das ist gespeist eben von bestimmten Ressourcen, die uns dienen, die uns alle dienen können. Und nicht national oder ulmerisch oder irgendwie, sondern einfach, weil wir Schöpfer selber sind und uns entscheiden können, wie wir hier damit umgehen, mit diesen Ressourcen, mit den eigenen Kräften und Vorstellungen, dass wir uns als verantwortliche Mitschöpfer erleben und nicht in dem Mangel ständig. Jetzt machen wir erstmal das und dann kommt das andere. Das ist so alt wie Methusalem. Diese Begründung. Wir sind zu viel mehr in der Lage, wenn wir begreifen, dass wir selber immer wieder kommen und auf diese Bedingungen wieder reagieren müssen, in denen wir wieder hier einsteigen müssen. Bitte schön. Also nochmal Dr. Reuthe, Global Solutions. Ich befasse mich auch seit 20 Jahren schon mit unseren globalen und auch nationalen Problemen. Ich finde den Beitrag von eben auch gar nicht so schlecht, weil aus meiner Sicht ist es nämlich so, das, was uns fehlt, weltweit und national, ist Solidarität und Gerechtigkeit. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es im nationalen Bereich erstmal darum, dass das, was erarbeitet wird, gerecht verteilt wird, auch abgeschöpft wird. Dazu braucht man sich nur mal die Reichtums- und sogenannten Armutsberichte anschauen. Auch bei uns ist das Vermögen in Händen weniger. 5-10% der Bevölkerung in Deutschland hat ein ungeheures Vermögen. Und wenn man vor Jahren eben nicht diesen Weg gegangen wäre, dass immer weniger, immer mehr haben, sondern das, was erarbeitet wird in den Betrieben, gleichmäßiger, gerechter verteilt wird, dann wären wir sehr nah an so einem Gedanken, wie Sie ihn hier vorstellen.
Der zweite und letzte Punkt, den ich gern ausführen möchte, ich muss Herrn Solde sehr wohl Recht geben. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir uns, und ich fand das Bild sehr schön, uns den Zustand unserer Weltfabrik oder wie Sie gesagt haben, mal gründlich anschauen. Weil wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass wir uns hier ein kuscheliges Eckchen in Deutschland machen. Uns geht es allen gut. Es sind nämlich so gravierende Probleme auf diesem Globus, egal ob sozial oder ökologisch oder was auch immer. Wir führen seit Tausenden von Jahren eine Weltgesellschaft, die nicht nachhaltig ist. Wir hauen uns gegenseitig den Schädel ein. Wir sind nur egoistisch und was nicht alles. Ja. Wir haben Afrika verhungern lassen und, und. Also ich will nur abschließend sagen, wir brauchen eine globale Lösung und zwar in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben. Es ist nämlich betriebswirtschaftlich dumm, 80% der Menschheit mit mehr oder weniger nichts sitzen zu lassen, sogar rein ökonomisch. Das ist Arbeitskraft oder kreative Kraft, wie auch immer. Also wir müssen beides machen. Wir sollten dazwischen immer noch mal unsere Protagonisten zu Wort kommen lassen. Ja, wenn Sie wollen. Ich finde es unheimlich wichtig, dass hier der Fairness-Aspekt... Ich bin noch leise. Jetzt bin ich besser. Also, ich finde es unheimlich wichtig, dass der Fairness-Aspekt dabei angesprochen wurde. Ich bin aber auch dankbar, dass dieses spirituelle bzw. dieses Verantwortungsthema insgesamt im Umgang mit der Natur angesprochen wurde, weil das ist eigentlich im Kern dessen, worauf es geht. Wir müssen eben hinbekommen, eine faire Partizipation. Eine faire Partizipation. Dafür müssen wir als Gesellschaft uns überlegen, was fair ist. Und diese Fairness, die sollte durchaus den Aspekt haben, sagen wir, dass jeder genügend hat zum Leben. Der Fairness-Aspekt sollte aber auch noch so ausgestaltet sein, dass wir möglichst, ein wünschenswertes Niveau an dem, was wir als Gesellschaft insgesamt haben, erreichen können. Und da hat uns die Vergangenheit eben gezeigt, dass jedem das Gleiche, dass das nicht die leistungsfähigsten Gesellschaften sind. So. Das heißt, dieser Fairness-Aspekt wird durchaus so sein, dass er eben eine gewisse, ein gewisses Verteilungsmuster hat. So. Dann haben Sie mich total missverstanden. Ja, das mag sein, aber es spielt ja keine Rolle, sondern ich wollte ja nur noch mal sagen, was eben der entscheidende Punkt ist. Das heißt, dass wir eine faire Verteilung haben müssen. So, und wenn wir jetzt überlegen, dass wir als Nation schon für uns dieses faire Verteilungsmuster haben wollen und dafür eigentlich auch früher mal gekämpft haben und es hinbekommen haben, dann sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, warum das eventuell in die falsche Richtung jetzt gegangen ist in der Vergangenheit. So, und da war mein Hinweis. Das ist nicht, weil wir das als Nation so gewollt haben, sondern das ist so, weil wir in einer zunehmend globalisierten Welt leben und gelebt haben, bei der es eine Konkurrenz der Systeme um zu geringe Wertschöpfung geht. Und es geht um die Konkurrenz, um die knappen Ressourcen. Und diesen Fakt, den sollte man einfach dabei mit berücksichtigen. Und das ist der Grund, weshalb ich sage, rein national bin ich ja genauso dafür wie Sie. Ich würde nur aufzeigen können, ökonomisch, weil damit habe ich mich auseinandergesetzt. Ich wüsste auch, wie ich das Geldsystem dafür benutze, wie ich dann verhindere, dass die Wertschöpfung hier stattfindet und besteuert wird, insbesondere besteuert wird. Das kann ich eben aufzeigen und in Teilen habe ich das in meinen Büchern aufgezeigt.